Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Nach dem ersten sehr erfolgreichen Stream am letzten Wochenende, wo ich gegen User, Abonnenten dieses Kanals auf Leeches Schach gespielt habe und nachdem viele von euch in den Kommentaren geschrieben haben, dass sie sich wünschen, dass es weitergeht, haben wir entschlossen, natürlich auch weiterzumachen. Am kommenden Wochenende wird es wieder einen Stream geben, am Samstag. Genau wie am letzten Samstag, wieder um 20 Uhr. Der Zeitplan steht fest, 20 bis 22 Uhr, 2 Stunden. Wir spielen diesmal allerdings ein Turnier. Ich lade euch hiermit ein Turnier mit mir zu spielen, und zwar wieder auf Leeches. Ich habe dort in der Turnierarena ein eigenes Turnier kreiert. Es nennt sich Sparta Arena. Und ihr seid herzlich eingeladen, dort mitzumachen. Gespielt werden 5 Minuten. Blitzpartien, 5 Minuten ohne Increment, ohne Zeitgutschrift, einfach 5 Minuten. Das Turnier dauert 90 Minuten. Danach werde ich noch eine halbe Stunde live streamen und gegen User spielen, die mich herausfordern. Also wie den letzten Samstag, aber nur so ein bisschen als i-Tüpfelchen nach dem Turnier. Wie ihr an dem Turnier teilnehmen könnt, ganz einfach, folgt dem Link in der Beschreibung und meldet euch einfach schon an. Das Turnier ist angelegt. Ihr könnt euch jetzt schon anmelden und dann seid ihr am Samstag automatisch dabei. Wie läuft das Turnier selbst ab? Ganz simpel. Das wird von Leeches auch alles automatisch gemacht. Die Paarungen werden automatisch erstellt. Man kriegt immer direkt einen Partner zugelost, gegen den man spielt. Das Turnier ist offen für alle. Es gibt keine Spielstärkebegrenzung. Am Anfang ist es so, dass nach Zahlen die Paarungen erstellt werden. Das ist normal beim Schach. Es gibt so eine Art Schweizer System. Das heißt, jemand, der in der ersten Hälfte oder eine hohe Zahl hat, spielt gegen jemanden, der eine niedrige Zahl hat. Aber das gleicht sich mit der Zeit an, sodass man im Laufe des Abends gleich starke oder ungefähr gleich starke Spielpartner bekommen wird. Dementsprechend ist der Spielspaß garantiert. Ja, würde mich freuen, wenn ihr alle zahlreich erscheint, so wie letztes Wochenende, als wirklich konstant weit über 1000 Zuschauer auf dem Stream waren. Ich werde das natürlich wieder live streamen auf YouTube, genau wie letzten Samstag. Das wird genauso laufen. Ihr könnt im Chat natürlich kommentieren. Ihr könnt den Stream auch einfach verfolgen. Ihr müsst gar nicht mitspielen. Viele letzte Woche haben gar nicht mich herausgefordert. Wobei ich muss sagen, es waren sehr viele Herausforderungen. Weit über 100. Und letztendlich habe ich gegen 22 Leute gespielt. Ihr seht, in 3 Stunden, so lange hat der Stream gedauert am letzten Samstag, kann man nicht gegen so viele Leute spielen. Man müsste irgendwie tagelang durchspielen fast schon. Ja, was gibt es noch zu sagen zum Turnier? Werdet Mitglied in meinem... Ich habe noch ein Leeches-Team gegründet. The Big Greek Aficionados. Die Anhänger von Big Greek. Werdet dort Mitglied. Dann werdet ihr auch immer direkt... kriegt ihr immer direkt Bescheid, wenn ich auf Leeches streame oder sonstige Aktionen plane. Da wird einiges kommen, mit Sicherheit. Aufgrund eurer vielen Kommentare in den letzten Wochen haben wir uns... Ja, diese Woche auch einige Dinge einfallen lassen, haben noch ein paar weitere Neuerungen. Jetzt nicht nur den Leeches, nicht nur das Turnier auf Leeches, sondern und nicht nur das Team, sondern wir haben noch einen Kanal auf Twitch gegründet, kreiert. Unser Stream wird am Samstag auch über Twitch laufen. Genau der gleiche Stream. Das heißt, wer lieber auf Twitch unterwegs ist, der kann einfach der Beschreibung, dem Link in der Beschreibung folgen und dort dem Stream auch folgen. Des Weiteren, last but not least, haben wir einen Discord-Server eingerichtet. Weil viele von euch haben geschrieben, wie sieht es aus mit Discord für die Community? Haben wir gemacht. Ich muss sagen, Discord gefällt mir sehr. Ist ein super Tool. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich kannte es vorher gar nicht. Auch bitte dem Link in der Beschreibung folgen. Dann kann jeder in den Discord-Server rein. Gerne Mitglied werden. Für die, die es nicht wissen, Discord ist so eine Art Werkzeug, was Textkanäle, Sprachkanäle, Forenfunktionalitäten und Skype-Funktionalitäten vereint. Also alles Mögliche. So ein super Werkzeug und ich bin begeistert. Funktioniert sehr gut und ist komplett kostenlos. Ihr müsstet den Client runterladen. Das Programm ist nicht groß. Bei euch installieren und einen Account erstellen, so wie bei jedem anderen Programm auch. Ist komplett kostenlos und das Programm braucht auch so gut wie keine Ressourcen.
Es ist sehr bekannt in der Gamer-Szene. Ich habe zum Beispiel letztens noch mit einem Profi-Gamer gesprochen, der meinte, das benutzen alle in dem Bereich, so sowas wie Skype zum Beispiel, ist Anno Tobak zum Kommunizieren, zum Telefonieren online, weil ich habe auch schon einige Trainings durchgeführt und ich muss sagen, ich war begeistert. Es war sehr, sehr clean, der Ton. Sehr, sehr gute Qualität. Ich werde mich da noch ein bisschen weiter reinfuchsen. Gefällt mir sehr. Gut, das zu Discord noch. Twitch, Discord, YouTube, ich habe glaube ich alles genannt. Samstag 20 Uhr, Livestream, Turnier auf Leeches. Kommt vorbei in Scharen, so wie letztes Wochenende. Dann werden wir zusammen einen wunderschönen Abend haben. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen und ich sehe euch beim nächsten Video hoffentlich. Macht's gut.